Oh Mann! Wenn das alles leicht gewesen wäre, dann wären wir niemals hier gewesen und hätten dieses Spiel nie gespielt. Nein, wenn das jetzt voll das leichte Spiel wäre, hätte ich das im Müll geworfen und hätte gesagt, nö, ist nicht. Ich habe festgestellt im Laufe meiner Zeit hier von Tomb Raider 4, was ich ja schon einmal durchgespielt habe in meinem Leben, wen interessiert es, niemanden, da habe ich rausgefunden, dass dieses Spiel auf jeden Fall nicht leicht ist. Nö. Und das ist auch gut so. Das ist auch wirklich gut so. Und irgendwie kommen wir jetzt hier raus. Ich war der Meinung, irgendwo hier mit diesem Ding, mit dieser Dachluke da. Oder liege ich da falsch? Hallo? Dachluke? Ist das der Ausgang? Aber wir sind total komisch gerade. Wollen wir mal gucken. Hä? Okay, ich glaube, ich bin doch scheiße. Hä? Okay. Dann muss man hier noch was machen, oder wie? Also ich glaube, man kann sich da... Da ist doch der Griff, ich sehe den doch, verdammt. Geht das denn oder so? Vielleicht muss man so machen oder so. Ich glaube, wir haben da schon mal ein Problem mit gehabt, ne? Wir waren da schon mal scheiße. Wir waren da schon mal am Hängen. Weil das backig war oder so. Ich glaube, das war so irgendwie. Ja, genau, man musste andersrum sich dranhängen. Ach, ja. Woher soll man das wissen? Ach doch, man kann das wissen. Man ist ja Hellseher von Beruf. So, jetzt wird es hier gleich spannend. Darum werde ich mir erstmal das richtige Equipment zur Hand nehmen. Was haben wir denn jetzt eigentlich an Waffen? Wir haben immer noch keine Uzis. Das ist ja total kacke. Ja, okay, nehmen wir das Ding. Nehmen wir zur Kenntnis, dass es Riesenskorpione gibt. Gut, wir haben zur Kenntnis genommen, dass es riesige Skorpione gibt. Und wir davon auch angegriffen werden und so weiter und so fort. Was ich natürlich sehr schön finde. Ja, Arschloch! Du bist ja voll der Wichser! Ich helfe dir und du schießt mir ins Gesicht. Dir helfe ich nicht mehr. Obwohl, dem muss man helfen, ne? Dann kriegt man so einen Schlüssel, glaube ich. Ist das der? Ich bin schon gestochen worden von dem Skorpion. Egal, machen wir nochmal einen auf besoffen. Machen wir einen auf besoffen. Ein bisschen Zeit haben wir ja. Ein bisschen Zeit haben wir ja. Okay, der Typ ist tot. Tja, der Skorpion war eben besser als er, ne? Hallo, nee, ich will das sammeln. So. Ja, Lara Croft ist leicht besoffen, Freunde. Das finde ich gut. Hurra, hurra. Ich weiß nicht, was sie getrunken hat, aber sie ist so ein kleiner Schluckspecht. So. Dann wollen wir mal gucken, was hier abgeht, ne? Da liegt noch ein Medipack. Können wir auf jeden Fall gebrauchen, um unsere besoffene Art wieder irgendwie wegzukriegen. Ja, so ist das, ne? Mit Medikamenten kann man denn auch entziehen. Ja, Lara Croft braucht auf jeden Fall einen Entzug. Den soll sie auch bekommen, demnächst. Aber erstmal soll sie ein bisschen leiden. Sie soll ein bisschen leiden darunter, dass sie so schlecht war. So, wo musste man denn hier nochmal hin? Da hinten ist etwas, was ich gerade gesehen habe, worüber ich mich eher freuen darf. Kann man da rauf? Ich glaube nicht. Das sieht jetzt alles nur so passend aus, weil sie... Ja, leicht angenüdelt ist. Na, dann wollen wir sie mal wieder befreien von ihrem Entzugsgeschäft. So. Ja, Lara, du bekommst nachher deinen Wodka. Ja. So. Aber vorher musst du arbeiten. Vorher musst du schuften. So, wo muss man denn jetzt da hin? Ist das hier richtig, eventuell? Und jetzt rutschen wir eh wieder runter. Pass auf. Und... Ich habe das total verplant. Irgendwo hier geht das raus. War hier nicht der Mannequin, der angegriffen wurde? Hm. Na toll, dann sind wir ja gleich wieder hier. Und was ist hier? Ein Loch. Und über das Loch müssen wir auch. So. Das ist leider so. Ich habe gedacht, es gibt noch einen direkteren Weg. Aber wir haben festgestellt, und das kann ich euch jetzt hier an dieser Stelle ankündigen, den gibt's nicht.
und jumping all over the world. Und da wird es gleich wieder sowas kommen, was sich Riesenskorpion nennt. Da, und er hat uns schon wieder. Hat er uns gepickelt? Nö, Idiot. Da hättest du mir wieder Medipack abknüpfen können, du kleiner Mann. So, da sehen wir etwas, worüber wir uns gleich, glaube ich, ganz doll freuen dürfen. Was haben wir denn hier? Bestimmt haben wir hier nochmal ein Skorpion drin, ne? Nö, ein Loch. Aber vielleicht liegt hier was. Das wäre doch toll. Nein, hier liegt nichts. Die sind aber geizig, Freunde. Die werden immer geiziger in diesem Spiel, fällt mir auf. Und das ist nicht schön. So, und hier sehen wir etwas Beklemmendes, einen beklemmenden Moment, auf den wir schon lange gewartet haben, auf den wir jetzt zukommen und wo wir wirklich, wirklich, wirklich leiden werden. Wir werden da wirklich leiden. Also wer da nicht gelitten hat, der lügt. Wer hier nicht gefailt hat, der lügt. Und das da war gerade voll Kacke. Lara. Lara Croft, das, was du da gerade gemacht hast, war nicht gut. Nein, nein, nein. Dann musst du das eben anders machen, liebe Frau Croft. Dann werden wir das von hier machen. Wenn du nicht in Übung bist. Ja, so. Vielleicht geht das ja von hier. Und gleich fällt sie wieder ins Loch. Nö. Okay. Lara Croft hat's geschafft. Das zeigt uns doch, dass wir wieder Käfer finden können. Riesenkäfer. Nein! Ey, Alter. Bist du scheiße, ey. Das ist unser Todesurteil. Egal, schieß mir beim Runterfliegen. Das war geil. Ja, das wird uns nicht leicht gemacht. Nein, das wird es nicht. Das wird es nicht. Das wird uns nicht leicht gemacht. Für die Leute, die das leicht finden. Nein, das ist nicht leicht. Nein, das ist böse. Das ist super böse. Ach, jetzt weiß ich auch, warum das nicht mehr geklappt hat. Ey, drei Schuss, wie geizig. So, damit wir natürlich gleich geschützt sind. Müssen wir mal gucken, was haben wir denn eigentlich noch für Waffen, ey. Ey, ne. Ja, nehmen wir dich. So. Ey, der Skorpion ist auseinandergefallen. Das tut mir sehr leid. Und da vorne ist noch mehr Spaß. Und hier ist es letzten Endes so, hier müssen wir es schaffen. Wenn wir das nicht schaffen, dann ist es scheiße. Insofern werde ich das schaffen müssen. Dafür haben wir den Granatwerfer. Dafür haben wir einen Granatwerfer, Freunde. Und botch. Und botch. Nee, das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Ammo wählen. Was ist denn das eigentlich? Gewehrschrot-Ammo. Davon haben wir ja verdammt viel. Das möchte ich gerne haben. Und wir haben ein Käferchen getötet. So, hier drinnen geht jetzt gleich der Punk ab. Kann ich euch schon mal so sagen. Das ist da drinnen nicht so schön. Aber für uns ist das schön. Alles Disco, Freunde. Yeah. Wir haben aber gerade mit Shotgun geschossen, ne? Also, aber das habe ich schon mal kritisiert. Geht's Ihnen gut? Sei gepriesen. Einen Moment lang habe ich geglaubt, ich sei so gut wie tot. Bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit. Nehmen Sie diese Schlüssel und verstecken Sie sie in der Pyramide von Menkaur und hüten Sie sich vor diesen Scheusalen. Ja, wir haben den Mann gerettet. Gott sei Dank, ihm geht es gut. Er hat keinen Durchfall und alles andere ist auch in Ordnung und er hat auch keine Kopfweh. Und wie auch immer, was man da alles kriegen kann, wenn man von so einem Riesenskorpion angegriffen wird. Ich weiß nicht, was da passiert. Also mir wird es da komisch beigehen. Aber naja, er hat überlebt und ihm geht es, naja, teilweise wunderprächtig, teilweise auch nicht. Teilweise ist es ein bisschen überheblich überzogen. Aber ihm geht es auf jeden Fall besser als mir. So, er hat auf jeden Fall einen Schlüssel besessen, was ich nicht hatte. So, den hat er aber abgedrückt, der fleißige Mann. Und jetzt darf ich gleich
mit diesem Schlüssel in Aktion treten und natürlich die große Pyramide erklimmen. So, jetzt ist es natürlich so, Freunde, ich hatte ja gesagt, wir wollen das und das und das und das und das schaffen. Das und das und das und das haben wir geschafft. Was dann auf uns zukommt, Freunde, das möchte ich euch dann aber erst im nächsten Videopart zeigen. Let's Play Tomb Raider 4, The Last Revelation, Reloaded hier bei Let's Play AFK. Mein Name ist Florian Kiel und das ist auch gut so. Danke fürs Zusehen. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.